Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die seltene PPSH kriegt und was ihr dafür machen müsst ist, in Runde 3, 6 und 9 kommen ja diese Supply Drops runter. Aber bevor die runterkommen, gibt es ja so einen roten Rauch und ihr müsst 3000 Schocks in diesen roten Rauch teilen, bevor der Supply Drop am Boden ist. Was dabei zu beachten ist, ist, man muss es nicht jede Runde machen, 3, 6 oder 9. Man kann es wirklich nur in einer Runde machen und wenn man 3000 Schocks teilen kann, ohne dass sie unten ist, bekommt man auch die Waffe. Aber man bekommt sie natürlich auch erst dann, wenn man an den MP-Schrank gegangen ist. Ihr habt ja gerade im Video gesehen, ich ging an den MP-Schrank und habe sie direkt nach der dritten Waffe gekriegt. Was auch noch ein Markenzeichen ist an dieser Waffe, das ganz speziell ist und das keine Waffe eigentlich hat, außer die. Wenn man sie Gepäck gepuncht hat, ist sie nachher so chromsilbrig. Es sieht echt krass aus, Mann. Und sie schießt auch schneller und hat Magazinerweiterung. Das ist das Spezielle an dieser Waffe. Und was sie noch ein bisschen stärker macht, ist, das wisst ihr ja bereits auch selber, der Kugelblitz, also Doppelfeuer. Das macht die Waffe natürlich noch stärker und das heißt, mit Freifeuer tötet die alles weg und ja. Leute, wenn ihr noch Hilfe bei den Easter Eggs oder bei den Challenges braucht, ich habe schon alle durch und habe wirklich alles schon gezockt, wo man zocken kann. Und wenn ihr Hilfe braucht, ich bin immer da. Bitte schreibt mir doch eine Nachricht auf der PS. Ich blende den Namen jetzt gleich schnell ein. Und ja, man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. I know that you like it like that. I wait designer, check the name on the tag. White Fox fur on my jacket. Excuse me, that's a